So, Hallöchen. Wir befinden uns hier in irgendeiner Minecraft-Welt. Das habt ihr sicherlich schon gesehen. Aber was genau das für eine ist, das wisst ihr noch nicht. Das Einzige, was ihr seht, was sonst unüblich ist, ist die Karte da oben rechts. Und dass es angeblich, also anscheinend ein Multiplayer-Server ist. Schönen guten Tag. Sag mal, was los ist. Land. Land. Hallo. Land. Ja, wir sind hier gerade gestrandet und mir wurde gerade ein Dirtblock in die Dingens gehauen. Ja, wir legen los mit einem kleinen Let's Play Together und du, wie ich das eigentlich gerade eben schon von dir wollte, darfst jetzt mal sagen, worum es sich hier handelt. Ja, wir spielen hier Ringelpiez mit Anfassen im Multiplayer-Modus. Und zwar basierend auf der Far Cry 3 Enden. Nein, natürlich nicht. Wir sind hier in Minecraft. Und wenn man da hinten schon einmal auf das Meer guckt, sieht man, British Petrol war hier und hat uns ein kleines Geschenk dagelassen. In Form von Schweröl. Und Schweröl gibt es natürlich nur im Tackle. Ja, Ding, 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 ding. spielen also hier das Technik, das Tekken Mod Pack vom Technik Launcher von den Leuten vom Technik Launcher halt. Und ja, haben wir Bock drauf. Und ich würde sagen, es wird bald auch schon Nacht, wenn wir so weitermachen. Das heißt, wir holen uns jetzt ganz schnell mal ein paar Ressourcen und fangen an. Auch, bist du auch der Okay, Meinung? ich würde Vielleicht mal ein paar sagen, Bäume da hinten ja. wegknallen. Wobei man sagen muss, dass ich noch nie Tacket gespielt habe. Ich weiß nur, dass man damit die Umwelt zerstören kann, was wir auch vorhaben. Und Ich habe auch ja, nie Tekken gespielt. Ich habe das nur ist ein es komisches eigentlich. Und es gibt Preview-Video neue. gemacht. Und es gibt neue Ja. Bäume und sowas. So. Und ich würde einfach mal Oha, sagen. und es gibt tiefe Löcher. Und es gibt da dieses weiße Zeug, das ist Marble, also auf Deutsch Marmor sozusagen. Nee. Ja, doch. Ah, Marmor. Genau. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen in den Wald rein und hauen mal irgendeinen Baum an. Komplett weg, jeder. Und dann haben wir nämlich genug Holz und dann überleben wir das auch. Weißt du, wie das aussieht mit den Settings schwierigkeitstechnisch? Ich glaube, wir sind auch normal. Oha. Ah, hier ist auch ein schönes Dingens. Und Matmos ist in diesem Technik-Pack Ja, enthalten. richtig. Habe ich gleich ausgestellt. Habe ich keinen Bock drauf. Das Ding pfeift mir immer so um die Ohren. Ja, genau. So, den Baum da. Den habe ich mir vorgenommen. Autsch. Ja, ich habe mir hier auch schon einen Baum vor Holz gesucht. Wir können ja erstmal dazu sagen, dass wir es erstmal nicht irgendwie Splitscreen-mäßig machen oder hin und her wechseln, sondern ich werde erst nochmal ein bisschen normal Minecraft weiter Let's Playen und dann, wenn sich die Gelegenheit bietet, mal hier rüber wechseln. Genau. Wo Ich bist hack hier du? gerade bei 100, 291 hack ich hier gerade einen dicken Baum weg. Okay. Und das werde ich wohl auch noch die Weichen lang machen. Du kannst ja schon mal ein bisschen Dunkel anfangen und Licht. halt hoffen. Also ich hoffe für dich. Ich stelle mir erstmal eben die Brightness hoch. So, Video Settings, Brightness. 100% ist zum Aufnehmen wahrscheinlich am besten. Erklär doch gleich mal, wenn du da in dem Grafikding bist, was da noch für Mods alles Das kann mit ich mal gleich reinspielen. mal gucken, genau. Ich hacke hier erstmal eben die oberen. Na, ich mache das mal eben. So, Options. Wir haben hier also den ganz normalen Kram. Difficulty steht hier auf Easy, aber da ich nicht der Server-Host bin, ist es auch egal, was ich hier eingestellt habe. Video Settings. Das seht ihr, da ist eine ganze Menge drin. Wir haben, glaube ich, folgende. Das war Render Distance. Mach ich mal Far. Ne, Normal plus 112. Da kann man ein bisschen weiter gucken. So. Wir haben hier. Na, wie heißt nochmal das Schöne? Wie heißt denn das nochmal? Du meinst Optifine, Optifine? genau. Optifine ist ein Optik-Mod sozusagen, der die Optik ganz schön aufmodt sozusagen, beziehungsweise einem ganz viele tolle Einstellungsmöglichkeiten gibt. Ja, und
Zum Beispiel kann man hier die Random Distance auch auf viel höher stellen oder so. Extrem, das ist 512 Blöcke sozusagen weit. Das ist dann halt natürlich ein bisschen... Braucht man aber schon. Ja, hätte ich zwar theoretisch, aber da ich auch den Server nicht so auslasten will, lasse ich das mal. Quality... Ist das nicht eh eine serverseitige Einstellung? Nee, also wie du selber... Ich glaube nicht. Du kannst auf jeden Fall weniger machen als der Server, aber... Naja, und sonst halt, ja, ne? Sonst ganz normal. Naja, egal. Ich mach mal weiter. Du sammelst fleißig Holz, ne? Ja, ich bin hier am Pandas Lebensraum vernichten. Oha. Da Panda werden die Leute von Blizzard aber im Moment nicht so fröhlich sein. Nee, wobei es eigentlich gar nicht so schlimm ist, weil die sind ja jetzt umgezogen nach Pandora oder wie es heißt. Stimmt, ja, die genau. Sind raus aus der Minecraft-Ticket-Welt. Habe ich auch gehört. Gibt es nicht auch noch irgendwie dieses, ach ja, Most Creatures ist hier aber nee, nicht das mit bei, ne? Im normalen Technik-Pack. Das ist aber halt nicht so Multiplayer-optimiert. Ah, okay. Und ich finde, unbedingt braucht man das auch nicht, weil es ist eigentlich relativ egal, ob man jetzt noch so einen Bären da drin hat oder nicht. Oder Haie, die dich dann zerfleischen, sobald du ins Wasser gehst. Oder so. Das ist eigentlich alles relativ schnuckel. So, hast du schon ein bisschen was? Ich habe gerade ein Stackholz. Wow, nicht schlecht. Weil ich nebenbei am Schweinejagen bin. So, dann können wir uns gleich erstmal so eine kleine Hütte bauen. Ich würde sagen, wir machen das erstmal nur behelfsmäßig. Und machen es dann so, dass wir praktisch unsere Maschinen, das ist ja halt Tekke, da geht es um Technik-Sachen, den erstmal in den Keller packen. Der Keller könnte ja schon ausgebaut sein. Mhm. Dann haben wir nämlich den Vorteil, dass wir praktisch jetzt erstmal nicht lange mit Hausbauen verschwenden, sondern schon so ein bisschen einsteigen können. Oh! Leck mich fett! Da habe ich eine Explosion gehört. Alter Schwede. Uiuiui, ein Skelett. Dieses Zeug. Naja, gratis Dirt. Fuck. Lass mich raten. Und du hast noch keine Waffe. Und ich hab's umgebracht. Du bist schnell weggelaufen, aber ich sehe verdammt. Mörder. Ich sehe verdammt viele böse Zombies. Und ich habe kein Fleisch, deswegen laufe ich mal ein bisschen weg. Ich müsste mich nur... Oh, ich habe zwei eingewachsene Schweine gefunden. Ich habe gerade ein Problem. Und zwar habe ich ein halbes Herz und Zombies hinter mir. Bist du in Richtung Strand? Ja, ich laufe hier auf der freien Fläche rum. Und dann jetzt auch noch Spinnen. Warte. Ach du Scheiße. Ich kletter mal eben auf den Baum hier. Okay. Naja, ich hole mir mal eben meine Sachen wieder. Wo bin ich denn gespawnt? Naja, noch habe ich ja kein Bett, aber... so habe ich zumindest volles Leben und so. Das war jetzt nicht so optimal. Holy shit, was tust du? Hast du meine Sachen eingesammelt? Ah. Nee, ich habe keine Ahnung, wo die liegen. Muss ich den auch erstmal eben suchen. Aber ich habe dich hier erstmal an den Dschungelrand gepackt. Das weiß ich auch nicht mehr, wo die liegen. Wenn da die Ölquelle ist. Holy Jesus. Boah, was hast du da für Party am Start? Ich merke ja schon. Ich glaube, diese heute Nacht wird das hier nichts mehr. Die Spinnen sind mir ein Tick zu schnell, aber porte mich mal nicht, ich finde das selber. Und dann muss ich nämlich nicht so weit durch einen normalen Ding ins Rennen und hab dann nicht so eine Party hinter mir. Okay. Also, wir haben noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, aber ich sag euch, das ändert sich alles noch. Keine Sorge. Das ist gewollt. Ja. Das ist Features, sind das. Features und Probleme. Features vom Ticket LPC. Wenn wir früh genug angefangen hätten, hätten wir ein Haus gehabt, bevor uns irgendjemand auch nur schief angeguckt hätte, aber naja.
wir brauchen auch relativ schnell Eisen für Betten. Eisen? Ja. Also für Scheren für Betten. Ach so, ja. Also theoretisch können wir am Anfang einfach drei Viecher kaputt hauen. Naja, wir brauchen 6 Schafe. Ja. Gut. Aber das ist, da wir sowieso am Anfang ein bisschen meinen müssen, und zwar gar nicht so wenig, dann brauchen wir es nicht unbedingt so schnell. Okay. Wenn du verstehst, was ich meine. Meine. Der war echt nicht schlecht. Habe ich natürlich mit Absicht gemacht. Ja. Ich habe hier irgendwo ein Schwein gesehen. Und ich habe vergessen. Ach, Zombie. Hallo Zombie. Tschüss Zombie. Oh nein, Creeper. Und ich sterbe schon wieder. Und ich habe jetzt total vergessen, wo ich bin. So, jetzt aber. Jetzt finde ich den Punkt natürlich. Also. Das ist natürlich gewollt, dass nur du so stirbst. Ich, ne? Weil du hier ja auch die Kamera hast und so ein bisschen Action. Ganz genau, ich gehe hier natürlich auch die größeren Risiken, aber da hinten kommt die, sag mir mal ungefähr die Koordinaten, wo wir waren ursprünglich. 160 und, nee, 100 und 300 oder so. Bin ich hier grob richtig. Grob. Wahrscheinlich ganz grob, ne? Hast du einfach nur geschätzt, ohne irgendwas. Ganz grob. Wissen. Du warst ja schon immer gut im Schätzen. Was die wenigsten wissen, ist, ich war ja Pfadfinder und habe da gelernt, mir aus Walrossknochen einen Kompass zu schnitzen. Ja, also ich glaube, meine 16 die Holz. Die waren nämlich in der Antarktis, die Pfadfinder. Also wir. Kann man die Karte irgendwie verkleinern? Au! Du hattest einen Stack Holz, habe ich gehört. Ich hatte, glaube ich, 2 Stacks Holz. Okay. Kann man irgendwie die Karte öffnen? Weißt du das? Du hast doch rechts oben eine. Ja, aber ob man die kleiner machen kann, größer rauszoomen. Oh, also, wenn das normale wäre, könnte ich es dir sagen, aber... Die haben wir doch auch damals mal benutzt. Sans oder so, wie die heißt. Sans Minimap, ja. Das ist jetzt ja aber... quasi integriert, und zwar gibt es da Map-Options. Ich könnte dir auch sagen, wenn man nur Size Minimap hat, woher die Minimap hier kommt übrigens, wie man das macht, aber ich habe keine Ahnung, wie das so geht. Okay, das hier sieht irgendwie so aus, als hätte ich das schon mal gesehen. Ich springe mal hier rein. Huh, ich habe nicht verfehlt, sehr gut. Jetzt wollen wir noch mal sehen. Sonst, ich sehe auch den Baum nicht, den ich vorhin gefällt hatte. Also wir müssen uns ganz dringend, irgendwie kann man auch Wegpunkte anlegen, das müssen wir alles ganz dringend machen. Das ging auf jeden Fall. Wenn, also die normale Steuerung von Reis Minimap war M zum Aufmachen, aber das ist hier nicht mehr so drin. Da muss ich gleich mal in den Controls gucken, oder was steht da alles drin. Ich sehe hier irgendwie komischen Bergformationen und nichts, was so aussieht, wie es aussehen soll. Autsch. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo in welche Grube ich gefallen bin. Oh ja, ich glaube, ich habe es gefunden, wo wir hin sollen. Ich habe zwar, meine Sachen sind wahrscheinlich lange weg. Aber das ist alles nicht so schlimm. Ja, meine Sachen sind leider alle weg. Ja, dann hacke ich mal lieber was ein bisschen näher dran. Menü ist der Perioden-Key. Was ist damit Punkt. Gemeint? Punkt im Amerikanischen ist Period. Ich hatte irgendwie gesagt 160, 300 so, ne? Ungefähr eher so 60, 300. Ja, 60, 300 ungefähr. Dann hacke ich einfach den Baum hier vorne weg. Dann haben wir keine Probleme. Dann baue ich dann hier auch direkt was auf, wo wir sicher sind. Ich probiere jetzt nochmal meinen Kram zu finden, aber ich befürchte, der ist weg.
So, dieser Baum. Falls du irgendwie was hast, um den Notiz zu machen, schreib mal das auf, ungefähr 60-330. Da bin ich gerade. Und das ist definitiv in der Nähe. So, gut. Jetzt hacke ich mir hier mal gerade ungefähr, weiß ich nicht, 10 Holz. Willst du dir da dein Haus machen? Nein, nur ungefähr. Dass wir wissen, wo wir ungefähr hin müssen. Das ist ungefähr an der Stelle, wo wir vorhin mit dem ursprünglichen Let's Play angefangen. So, ich mache auch gar nicht viel, sondern nur... Ach, das ist tatsächlich Reis Minimap. So. Die Musik, die hier wieder läuft, ist auch wieder ganz normal ein Geschmack eigentlich.